willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute war der erste, beziehungsweise gestern war der 1. Februar. Das Video habe ich jetzt abends aufgenommen, aber ich mache das schon so, dass ich das am 2. hochlade. Gestern war also der 1. Februar, gestern konntet ihr die Aufgaben lösen mit eurem Lieblings-Pokémon, was ihr für den Community Day wählen wollt. Ich habe hier noch ein paar drin. Die sind alle drei aber von Rihorn gewesen. Leider steht es jetzt nicht mehr dran, sondern einfach nur die Belohnung, die man abholen kann. Wir werden die also hier abholen, damit wir noch dreimal eine Stimme für Rihorn bekommen. Gut, das sieht doch super aus. Wie sieht's bei euch aus? Für was habt ihr gewotet? Habt ihr auch Rihorn genommen? Ich denke immer noch, Rihorn wird das Rennen machen, alles andere würde ich nicht verstehen. Aber kann natürlich sein, dass die Rihorn-Leute zwar sagen, sie möchten Rihorn, aber nicht so aktiv sind wie andere Leute, die mehr für ihr Pokémon machen. Dann geht's ja auch um die Verteilung. Fandet ihr jetzt, die Aufgaben waren wirklich gleich verteilt oder habt ihr eine Aufgabe relativ häufig getroffen und eine andere eher nicht so häufig? Denn ich muss sagen, ich habe Rihorn eigentlich am seltensten gesehen. Immer wenn ich was gedreht habe, habe ich eigentlich eher Dratini oder Macholo gesehen, aber Rihorn war eigentlich seltener und wie es schon mal auch gesagt wurde bei Hong oder so, gibt es da wirklich diese Leute, die die Aufgaben einfach komplett löschen und die nächste suchen und die nächste suchen und die nächste suchen? Oder denken die Leute, ich drehe einen Stop und ich fange einfach 20 Pokémon, dann kann ich einfach gleich die Aufgabe abschließen, dann zählt es halt dazu, oh mein Gott, Hauptsache ich kann möglichst viele Feldforschungen an dem Tag abschließen und nicht immerzu alle Feldforschungen komplett wegschmeißen, obwohl man ja ganz leicht verdient, so sich den Staub noch zusätzlich sichern kann und eben die Medaille pushen kann. Das ist einfach eine Sache, wo jeder für sich entscheiden muss, ob er das so spielt oder so. Ich denke trotzdem mal, wenn es wirklich komplett ausgeglichen war und alle die gleichen Chancen hatten, dass Rihorn trotzdem immer noch sehr gut abschneidet und auf Platz 1 ist, dann habe ich eigentlich den nächsten Feldforschungsdurchbruch. Da gibt es ein neues Pokémon. Das müssen wir aber morgen machen, beziehungsweise cutte ich das dann, dass ihr das heute dann in der Sendung noch seht. Und gleichzeitig ist ja auch die neue Spezialforschung mit Team Rocket gestartet. Ihr wisst, ich habe sonst immer zu jedem Kapitel eine einzelne extra Folge gemacht. Aber das war ja bei Arctos, bei Zapdos, bei Lavados. Es waren ja theoretisch immer genau die gleichen Aufgaben. Und so interessant ist es ja nun auch nicht mehr. Nach drei Tutorials dazu, wie man das löst und wie das vonstatten geht, muss ich ja jetzt nicht jede Folge immer einzeln machen. Ich bin jetzt hier im Kapitel 2. Beim ersten musstet ihr also drei Rüpel besiegen, ein Krypto-Pokémon fangen, 10 Stops drehen. Jetzt werden wir wieder ein bisschen aufgehalten, weil wir 3 Tage lang einen Stop drehen müssen, 5 Krypto-Pokémon erlösen und 5 Raids machen. Die 5 Raids mache ich nebenbei, solange wie Heatran noch da ist, habe ich nämlich immer noch keinen 100er. Wir können aber hier mal Krypto eingeben und mal kurz 5 Krypto-Pokémon erlösen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht vielleicht aufhöre, Krypto-Familien zu sammeln und die Kryptos auch einfach alle weghau und nur 100er Erlös und alles andere in die Tonne klopf, weil das müllt einfach wirklich den kompletten Beutel zu, braucht kein Mensch. Wir fangen mal hier mit dem Golbat an, erlösen, jetzt wollte ich auf Entwickeln gehen. Ist natürlich auch gut für die Erlösermedaille. Ich weiß nicht, ob ihr die schon auf Gold habt oder nicht. Ich bin noch weit entfernt, denn ich habe in letzter Zeit wirklich gar keine Rocket Stops mehr gemacht und nix. Ich hau jetzt hier die 4 Dinger raus. Ich glaube, das werden auch einfach 4 Zubat sein noch. Weil Zubat, es ist zwar das nervigste Pokémon irgendwo, aber bei Rocket Stops ist das einfach momentan mein Liebling. Vor allem, man findet ihn auch so häufig. Er hat so viele Sätze, wo er vertreten sein kann. Dann gönnt euch lieber Zubat, erlöst den für 1000. Könnt den ja danach weghauen. Und auch gerade für so eine Aufgabe ist das natürlich Gold wert. Früher war es egal, früher konntet ihr auch einfach Rapfratz machen und erlösen. Hondiu, sonst was, keine Ahnung, mir fällt nichts anderes ein außer Rapfratz, deswegen improvisiere ich gerade und sage Hondiu. Hondiu sehe ich eigentlich trotzdem nicht so oft, das meiste was ich sehe ist eben Zubat. 3 Stück haben wir erlöst, 2 Stück müssen wir noch erlösen. Der Heatran ist ja jetzt nur noch bis zum 4. da. Also wenn ihr das seht, ist der 2. bis zum 4. ist der da, dann kommt ja Boleros oder wie das Ding heißt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ob das jetzt nützlich ist oder nicht, weiß ich nicht. Ist ja irgendwie vom Typ Pflanze oder sowas. Kommt auch auf über 3300, wenn man da ein gutes hat. Da sind wir gespannt, da werde ich dann zum Abschluss sicherlich noch ein
Heatran Maxen habe ich nämlich noch nicht gemacht, weder beim letzten Mal noch dieses Mal. Aber da könnte ich noch einen Heatran Maxen, dass ich da auch endlich mal eins habe. Selbst wenn es nur ein 96er ist mit 15, ist es trotzdem viel wert. Jetzt haben wir das ja auch abgeschlossen, die 5 entwickelt. 2 Tage braucht es noch für die Stops. Die Heatran Raids nehme ich nebenbei mit. Jetzt mache ich noch fixen Cut und wir holen gleich mal den morgigen Feldforschungsdurchbruch ab, dass wir das neue Pokémon noch bekommen. Mal gucken, wie das so aussieht, ob wir gleich ein gutes bekommen, ob das nützlich ist oder auch nicht. Wie viel das braucht zum Entwickeln und vor allem, weil ihr ja angeblich auch extra Bonbons dafür bekommt. Was heißt extra Bonbons? Ich meine, wenn ihr das halt bekommt, dann fangt das mit 6 Bonbons, weil ihr doppelte Beere nehmt und ihr könntet das 4-mal machen. Reicht doch. Kriegt ihr jetzt bei jedem, was ihr fangt, nochmal 20 zusätzlich. Das werden wir gleich rausfinden. Dafür switchen wir mal kurz hier rüber. So, ihr seht, es ist nach 0 Uhr. Es ist soweit. Wir können jetzt die Belohnung abholen. Ich habe hier noch ein paar Aufgaben gesammelt gehabt. Ihr seht oben schon wieder, fange Macholo, also Stimme für den Community Day mit Macholo, fange 20 Pokémon. Die können wir eigentlich direkt löschen. Obwohl nachträglich, jetzt hätte ich auch die 200 Staub drin lassen können. Wir gönnen uns mal das. Schauen mal rein, was hier noch drin ist als Pokémon. Müssen das fangen und dann können wir natürlich den Feldforschungsdurchbruch abholen. Was ja dann das neue Pokémon sein müsste. Ein Nebulax, sehr schön, kann ja auch shiny sein. Und ihr wisst natürlich, wenn ihr Alpollo tauscht. Ich sag lieber nichts. Im Endeffekt zählt Alpollo gar nicht dazu. Aber gestern ist das auch dem Barney aufgefallen. Was? Mascha könnt ihr tauschen? Kostenlos dann entwickeln? Richtig krass. Ist so, ja. Zählt dazu natürlich aus der ersten Generation. Jetzt haben wir den Feldforschungsdurchbruch. 2000 Staub. 5 Hyperbälle. 3000 Erfahrungspunkte. Und wenn da jetzt kein neues Pokémon drin ist, dann fräse ich wieder mal einen Besen, aber müsste natürlich sein. Begegnung beginnen. Ein wildes Flegnoil, was auch immer das wie gesagt sein soll. Und da das ja auch nicht fliehen kann, werfen wir gleich mal eine gelbe Beere drauf und einen gelben Ball hinterher. Hat aber einen grünen Kreis. Ich weiß nicht, das im Feldforschungsdurchbruch also, ob das halt jetzt wirklich so ein Highlight ist. Ich denke mal, das ist ja auch einfach nur ein Pokédex-Eintrag. Ihr macht damit sicherlich nichts. Wir sind mal gespannt über die... Alter. 13 Bonbons normal, ne? 26 Bonbons mit gelber Beere. Also fangt das bloß mit gelber Beere. Denkt dran, dass das nicht fliehen kann. Gönnt euch den neuen Pokédex-Eintrag hier. 432, braucht auch nur 50 zum Entwickeln. Geh mit deinem Kumpel Flegnoil spazieren, um dieses Pokémon zu entwickeln. 1 Kilometer, toll. Das erledigt sich ja von ganz alleine. 1 Kilometer spazieren zum Entwickeln. Wir bewerten es natürlich ein 96er. Also richtig genial. Habt ihr auch schon euren Feldforschungsdurchbruch gemacht? Ich glaube, wenn ihr den gestern gemacht habt, dann war der noch gar nicht drin. Da musste man eh noch warten. Jetzt ist er natürlich drin, also ab 22 Uhr war das, glaube ich, gestern Abend, dass man den abholen konnte. Ich hatte das perfekt getimed. Ohne irgendwas dafür zu machen, konnte ihn eben jetzt abholen direkt am 2. Februar. Direkt ein 96er, sehr schön. Jetzt warte ich natürlich auf den nächsten. Dann gönne ich mir nochmal Bonbons. Dann habe ich 50 zusammen, dann werde ich das auch entwickeln. Das lasse ich jetzt aber erstmal so. Wann habt ihr euren nächsten Feldforschungsdurchbruch? Wann könnt ihr euch Flecknoil, so ein komischer Name, Fleckenoil, Alter. Genau, das Fleckenoil. Wie spricht man das? Fleckenöl, genau. Wann könnt ihr euer Flecknoil oder Fleckenoil abholen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wer schon eins hat, wer so krass unterwegs ist wie ich und sich schon eins gegönnt hat, schreibt natürlich mal rein, wie viel IV ihr habt, ob euers ein gutes war oder nicht und wie viel Bonbons ihr bekommen habt. Bei mir also 26 mit gelber Beere. Wir drücken nochmal drauf. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich mache auch gleich mal hier. Toll, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nur einen Screen machen.
So, wir machen gleich mal ein Screen zum Angeben, schicken den gleich noch in die Pokémon-Gruppe rein. Das war's von meiner Seite aus. Ihr wisst, morgen am 3. soll ja angeblich auch die Bekanntgabe sein, wer nun das nächste Community Day Pokémon sein wird. Wir sind gespannt. Ich tippe immer noch auf Rihorn. Das werden wir dann aber erst wissen, wenn es wirklich gepostet wird. Außerdem heute am 2. natürlich der Pico Chiller begrenzte Forschungstag. Also schön rausgehen, schön Forschungen erledigen, Pokestops drehen und dann gönnt euch einfach Shiny Pico Chiller auf meinen Nacken. Also, sie passen ja genügend drauf, ne? Viel Spaß euch auf jeden Fall heute. Ich werde dann ein kleines Video machen, ein kleines Auswertungsvideo, wie die Ausbeute von mir war, was ich bekommen habe, ob ich ein gutes bekommen habe, ob ich ein Shiny bekommen habe. Das sehen wir dann aber später. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.